Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Europäischen Union geht die Diskussion über den Umgang mit der Türkei weiter. Der österreichische Außenminister Kurz kündigte ein Veto gegen die Eröffnung weiterer Kapitel in den EU-Beitrittsverhandlungen an. Der CDU-Europapolitiker Bruck dagegen bezeichnete ein sofortiges Aussetzen der Verhandlungen als diplomatischen Unsinn. Die grüne EU-Abgeordnete Harms warnte davor, die Türkei im Stich zu lassen. Gut zwei Jahre nach dem Militärputsch stimmen die Thailänder heute über eine neue Verfassung ab. Der Chef der Militärregierung, Chan Ocha, gab am Morgen seine Stimme ab. Mit dem Referendum will die Junta nach eigenen Angaben den Weg für die Rückkehr in eine Demokratie ebnen. Die Opposition sieht die Absicht, die Armeeherrschaft zu festigen. Kritik an dem vom Militär ausgearbeiteten Verfassungsentwurf war vorab verboten worden. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute im Süden und in der Mitte freundliches Sommerwetter mit viel Sonnenschein. Im Norden und Nordwesten von den Küsten her starke Bewölkung, mitunter etwas Regen. Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.